Hallo liebe Karthago-Freunde, hallo liebe Reisemobil-Interessierten. In den letzten Wochen habe ich sehr oft über die sogenannte Spring Edition berichtet, die wir ja von Marine Caravaning für euch kreiert haben. Hier kamen einige Rückfragen, warum die Spring Edition genau mit diesen Komponenten bestückt ist und warum das genau so Sinn macht. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache dazu mal ein eigenes Video. In der Spring Edition ist eben auch eine Klimaanlage inkludiert. Oftmals wird von den Kunden die Klimaanlage als begehrtes Zubehörobjekt mit angekreuzt und der Kunde ist im Glauben, wenn er in den heißen Süden fährt, dass er auf dem Campingplatz die Klimaanlage auch laufen lassen kann, um damit sein Fahrzeug herunterzukühlen. Grundsätzlich ist das auch richtig. Leider haben wir im Süden oftmals das Problem, dass viele Campingplätze eben halt nur mit 6 oder maximal 8 Ampere abgesichert sind. Hier besteht dann das Problem, dass wenn ich die Klimaanlage einschalte und der Anlaufstrom, der wesentlich höher ist wie 8 Ampere, halt eintritt, dann fliegt die Sicherung auf dem Campingplatz halt einfach raus. Über die Komponenten, die in der Spring Edition mit verbaut sind, nämlich dem Mastervolt Spannungswandler, der aus 12 Volt 230 Volt macht, habe ich die Möglichkeit, eben bis zu 2 kW an Dauerleistung abzurufen und Spitzenleistung sogar 4 kW. Die Mastervolt kann so über ein Bedienpedal eingestellt werden, dass ich der Mastervolt halt einfach sage, dass beispielsweise auf dem Campingplatz nur 6 Ampere anliegen. Die Mastervolt achtet dann in dem Augenblick darauf, dass auch tatsächlich nur 6 Ampere aus der Stromsäule am Campingplatz herausgezogen werden. Der Stromverbrauch, der oberhalb von 6 Ampere liegt, beispielsweise für das Betreiben der Klimaanlage oder noch einer zusätzlich eingeschalteten Kaffeemaschine, wird dann über den Spannungswandler aus den in der Spring Edition inkludierten Lithium-Batterien herausgezogen. Somit ist also gewährleistet, dass die Sicherung am Campingplatz nicht rausfliegt und lediglich nur 6 Ampere aus der Ladesäule herausgezogen werden. Alles andere regelt das Fahrzeug über die Mastervolt über das Batteriemanagement. Sollte der Stromverbrauch wieder unterhalb dieser 6 Ampere halt absinken, geht die Mastervolt automatisch wieder hin und schiebt den Strom, der eben nicht gebraucht wird, bis zu den 6 Ampere wieder als Ladestrom in die Lithium-Batterien rein. Die Lithium-Batterien, die wir verbauen, sind zwei 150 Ampere-Stunden Batterien, also insgesamt 300, sodass ich also hier auch genügend Kapazitäten innerhalb der Akkus habe. Und sollte mal kein externer Stromanschluss zur Verfügung stehen, somit ist in der Spring Edition eben auch noch die zwei Solarzellen A165 Watt ebenfalls auf dem Dach verbaut. Bedeutet, dass wenn Sonne scheint, wir auch noch über die Energie der Sonne auch unsere Akkus laden. Apropos Fahrt, damit Sie stets den Überblick über alles behalten, was rings ums Reisemobil geschieht, haben wir den Fahrzeugen nochmal eine 360-Grad-Kamera inklusive Totwinkelassistent spendiert. Hiermit ist gewährleistet, dass Sie genau sehen, was vorne oder hinten oder auch links und rechts neben dem Fahrzeug geschieht. Der Clou daran ist, sollten Sie den Blinker betätigen, überwacht ein Totwinkelassistent den Verkehrsraum, beispielsweise beim Spurwechsel neben dem Fahrzeug, bekommen Sie ein akustisches wie auch ein visuelles Warnsignal. Sie sehen also, die Spring Edition ist aus der Praxis für die Praxis entwickelt worden, damit Sie ein möglichst perfektes Fahrzeug von Marine Caravaning erhalten. Weitere Informationen zu dieser Aktion oder zu anderen erfahren Sie unter www.karthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marine Caravaning. Die Aktion ist begrenzt auf alle E-Line, S+ und Liner for Two. Also nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und tschüss, wir sehen uns. Ihr Andreas Marine. Freiheit erleben. Mit Marine Caravaning.